Ja, diese Gefahr haben wir jetzt hier vorne auch. Genau. Dass wir keinen Konflikt haben. Ja, aber sag keinen Konflikt machen. Das ist ja, ich bin sicher, das war ja ich versuch's jetzt nochmal. Meine Hoffnung. Dass ich bin eingeladen, um zuzustimmen. Das kann ich mir noch vorstellen. Auf gar keinen Fall. Ich würde den Konflikt mit Ihnen sofort vom Zaun brechen. Ich habe mit Schaum vor dem Mund dieses Buch gelesen und war nachher ganz enttäuscht, dass ich überhaupt nichts dagegen hatte. Also, aber der Verlag hat gesagt, ich sollte mit Schaum vor dem Mund lesen. War so gesagt worden. Sie verkaufen jetzt auch solche Schaum. Ja, das ist ein systemischer Verlag, das ist ja alles anders. Also, der Philosoph Robert Spähmann, den ich gut kannte, der hat gesagt, in den 50er Jahren konnte man freier reden als heute. Und ich glaube, dass es in vielen Bereichen stimmt. Man kann über viele Themen tatsächlich nicht mehr reden, ohne gezielt missverstanden zu werden. Das wird noch da drüben. Wenn man mal auf der Bühne sitzt, nimmt man jeden Ball an, egal von wo er kommt. Ich finde das tatsächlich ein Problem, dass in bestimmten Fragen man sich kaum mehr äußern kann, ohne schon die Worte richtig wählen zu müssen. Und das stört mich natürlich auch. Das stört eigentlich jeden. Man kann heute den Ausdruck zum Beispiel, was mich dann auch wieder stört, Political Correctness nicht mehr verwenden, die mich stört, weil dieser Ausdruck von der AfD inzwischen versifft ist, sodass man das dann irgendwie anders nennen muss. Aber es stört einen doch, oder sie nicht? Also, ich weiß gar nicht, was Political, ich kann es nicht mal aussprechen, was Political Correctness ist, weil ich irgendwie... Das müsste man psychoanalytisch jetzt sagen. Ja, ich trete ja mein Leben lang in irgendwelche Fettnäpfe. Insofern weiß ich nicht, was es ist. Also, ich glaube nur, dass, also in dem Moment, wo es Sprech- und Denkverbote gibt, ist es gefährlich. Ja? Und wenn man das irgendwelche Ideen nicht in die Kommunikation bringen darf, ist es gefährlich. Aber wenn man jetzt sozusagen mit der Political Correctness Keule ja, auch um sich schlägt, das ist auch schwierig. Ja, also, weil das ist dann sozusagen die Meta-Ebene, irgendwie die Steigerung. Political Correctness Kritik. Ja. Also ich finde, man muss alles irgendwo diskutieren können, auch die unmöglichsten Dinge. Also insofern, das Tabu verletzen und so weiter, finde ich nicht weiter schlimm. Ja? Schwierig wird es natürlich, wenn man das irgendwie richtig strategisch dann durchzieht, beziehungsweise wenn es dazu führt, dass man Spaltung kreiert und dann Freund-Feind-Unterscheidungen hat, die dann irgendwann nicht mehr an den Inhalten interessiert sind. Ja, aber Sie sagen ja in dem Buch, dass Tabu verletzen eigentlich eine Möglichkeit ist, sozusagen als Populist an die Macht zu kommen. Das ist ja wichtig. Aber nicht nur als Populist, auch sonst. Ja, aber auch, das ist ja eben die Frage, also ob auch, es... Auch sonst kriegen Sie zumindest die Aufmerksamkeit. Man kriegt die Aufmerksamkeit, aber als Politiker kann man zum Beispiel, es gibt, also was ich zum Beispiel auch schrecklich finde, wenn ein Politiker irgendetwas Falsches sagt, irgendetwas, also es kann ein Wort sein, wird er sofort zum Rücktritt aufgefordert. Es gibt überhaupt keine Debatte mehr, sondern er muss sich entschuldigen. Diese öffentlichen Entschuldigungsrituale finde ich auch doll. Und ich bin ja katholisch, habe mich mit Kirchengeschichte sehr beschäftigt. Die Inquisition hatte ja auch strenge Regeln nach dem, was man sagen durfte und was nicht. In Zeiten der Inquisition war man eigentlich liberaler als manchmal heutzutage. Da wusste man wenigstens noch ganz genau ein paar Sachen zur Dreifaltigkeit, durfte man vielleicht besser nicht sagen, wenn man überleben wollte. Aber ansonsten konnte man sich dann doch schon äußern. Heute gibt es so viele Bereiche, in denen sozusagen man sehr aufpassen muss zumindest, dass ich manchmal den Eindruck habe, es gibt vielleicht ein natürliches Bedürfnis der Menschen nach Inquisition und auch nach Hexenverfolgung. Naja, klar, das ist ja... Also ich weiß nicht, ob ich glaube, dem zweiten Teil würde ich sofort zustimmen. Das ist ein Bedürfnis nach Inquisition und Hexenverfolgung. Aber ob ich jetzt diese Political Correctness, ich kann es nicht mal aussprechen. Das müssen wir klären auf der Karte. Analytisch. Ja. Wirklich das Beispiel ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Tabuverletzungen passieren und mit denen kann man auch arbeiten. Ich finde das auch nicht weiter schlimm. Ich finde ja all das, was ich hier beschrieben habe, als Methoden
ist ja nicht etwas, was nicht alle anderen auch machen würden in der Politik, ja, sondern es ist halt ein Stück konsistenter und strategischer. Und diese Political Correctness-Debatte, ich finde sie albern, ja, ich habe mich persönlich da noch nie verpflichtet gefühlt, mich daran zu halten, aber es ist ja auch relativ harmlos, es passiert einem ja nicht wirklich was in Deutschland, wenn man nicht Political Correct sich äußert, das ist ja anders als in China zum Beispiel. Ja, wenn man da gilt ja ganz klar der Satz, wer den Kopf aus dem Netz streckt, kriegt ihn abgehackt. Ja, und hier kann man sich halt schlecht benehmen oder so. Ich glaube nicht, dass das so, also ich habe keine Angst vor der Political Correctness.